Versus. Hier im FC München. Wir stellen euch mal hier die Sneak vor, beziehungsweise wie das abläuft, da jetzt am Samstag, den 9. hier im FC die Sneak stattfinden wird, und zwar die Breakers of Shadow. Boss, ja, und wir wollen ein bisschen was darüber erzählen, wie sie abläuft, und. Ja. Also Tati, erzähl mal, wie teuer ist denn eigentlich so eine Sneak? Die Sneak ist eigentlich, also die kostet 20 Euro. Okay. Was bekommt man dann dafür? Man bekommt 5 Booster, neun Karten sind drin, sprich 45 Karten und noch eine Promokarte. Okay. Und wann ist denn eigentlich immer eine Sneak? Also jetzt ist die Sneak am Samstag, sprich die ist immer eine Woche vor Release des, des neuen Sets, also der neuen Edition. Sprich die neue Edition ist dann, kommt am Donnerstag offiziell raus und die Sneak ist am Samstag. Und sonst immer so, jede Edition ist meistens immer so 3 Monate. Alle 3 Monate kommt eine neue Edition raus. Okay. Also dann, wenn ich die 20 Euro gezahlt habe und meine Booster bekommen habe, genau. Wie läuft das dann ab? Wie muss ich mir ein Sneak Deck bauen? Also du öffnest die kompletten Karten, die kompletten Packs öffnest du auf, machst auf. Und ich mache es meistens immer so, dass ich es erstmal dann auf Monster, Zauber und Fallen halt sortiere. Da lese ich es mir erstmal so ein bisschen durch, so die Effekte oder so, wenn ich mich davor nicht informiert habe. Man kann sich auch informieren, was die Karten alle können. Da lese ich mir erstmal alle Karten durch und ja, dann baue ich mir dementsprechend halt ein Deck. Ein Deck besteht eigentlich aus Minimum 20 Karten. Man sollte vielleicht aber auch ein paar Karten vielleicht mehr spielen, damit man nicht gleich Deck tot geht. Also man sieht es ja immer. Und ja, und man baut halt das Deck im Grunde jetzt nicht so wie ein normales Deck, auf, ich sage es mal, auf ein Thema basierend, ja, weil das meistens nicht hinhaut, sondern eher halt auf starke Monster, gute Zauber, gute Fallen, dass man halt in der Sneak damit gewinnen kann. Im Grunde, also sprich immer so Beatstick-Monster, damit man einfach mal viel Schaden drücken kann. Das reicht meistens immer. Okay, also du hast ja schon erzählt, Mindestanzahl sind 20 Karten. Genau. Aber wie ist das mit dem Side-Deck und dem Extra-Deck? Gibt es da auch eine Anzahl von 15 oder? Nee, das gibt es ja nicht. Da gibt es im Grunde, wenn du jetzt dein Deck fertig hast, dein Main-Deck, alles andere, was du halt übrig hast, ist dein Side-Deck. Und das Extra-Deck besteht dann eher aus Karten wie Exit-Monster, Synchro-Monster, falls halt in diesem Set was halt dementsprechend rauskommt, ist halt dann auch dein Extra-Deck automatisch eigentlich. Okay, und wie ist das sonst so? Ist das auch wie beim normalen Yu-Gi-Oh!, dass man jede Karte nur dreimal spielen darf, oder? Nein, da ist es anders. Du darfst in der Sneak so oft, wie du die Karte ziehst, auch spielen. Sprich, wenn du sie viermal, fünfmal, sechsmal ziehst, dürfst du sie auch dementsprechend auch spielen. Okay. Und wie läuft denn eigentlich so eine Sneak ab? Ja, wie gesagt, also da hat man halt dann, man baut sein Deck und bekommt dann auch einen Zettel noch dazu. Okay. Sprich, da schreibst du deinen Namen darauf und da musst du im Grunde alle Karten, die du gezogen hast, diese 45 Karten plus die Promokarte, musst du ankreuzen, sprich, da ist so eine Leiste, da steht Gesamt, da musst du alles ankreuzen, was du gezogen hast, plus die Promokarte, und dann gibt es noch eine Leiste, was halt in deinem Deck ist. Und das ist halt dann nur dein Main Deck. Nur mein Main Deck. Genau, nur das Main Deck, das andere ist dann eh los. Und nur das Main Deck, das kreuzt dann auch an, was dann alles ins Deck reinkommt. Und dann gibst du dann diesen Zettel ab und es bleibt dann auch dann, und so, damit spielst du halt eine Runde. Wie läuft das mit den Ergebnissen von den Turnieren? Ist das wie im normalen Turnier oder? Also ich denke mal, das ist je nach Teilnehmerzahl dann auch rundenbasierend. Sprich, du spielst ganz normal gegen halt andere Spieler. Und wir machen immer mit, kann ich nicht genau sagen. Also man spielt immer 4, 5, 6 Runden, ist keine Tops. Ja, also ganz normal halt. Ja, wie normales Turnier eigentlich, also auf Runden, aber halt ohne Tops. Und Ergebnisse dann mit Ergebniszettel abgeben, oder? Genau. Okay, wie lange das Turnier dort, hast du ja schon gesagt, aber welche Preise gibt es denn am Ende des Tages? Preise gibt es im Grunde für den ersten, gibt es eine Matte zu gewinnen, nur der erste. Und es gibt weitere Matten noch zur Verlosung. Also sprich, alle, die noch da bleiben bis zum Schluss, bis zum Ende des Sneak, wir könnten noch eine Matte gewinnen. Genau. Also die verlost haben wir, oder? Die wird der Verlust von FT, genau. Okay, dann. Danke, dann weiß ich eigentlich alles, was Wissen für mich. Also ich hoffe, ich habe euch damit helfen können, dass ihr noch ein bisschen versteht, wie so ein Sneak abläuft. Ja, also wird auf jeden Fall geholfen. Wie man so ein Deck baut und alles, ja. Und ich hoffe, ihr kommt vorbei, hier in der FT München, am Samstag, wie gesagt, an den 9. Wir sind auch da, wir würden uns davon freuen, ja. Diese Edition ist wirklich echt gut, ja, da sind wirklich saustarke Karten dabei, mit wahrscheinlich die beste Edition seit langem, ja, ja. Also jetzt für uns, ja, und ich denke, ihr könnt auf jeden Fall gute Karten ziehen, gute Karten halt abbekommen. Ich hoffe, ihr kommt, und das war's von uns.
Vielen Dank. Wir sehen uns. Hey Jungs, servus. Ich hoffe, unser Video hat euch gefallen. Wenn ja, schaut euch die anderen Videos an. Ansonsten liken, subscriben, kommentieren. Checkt unsere Sponsoren ab und unsere Beschreibung. Checkt unsere Facebook-Seite ab. Und nicht vergessen, leidet's nicht.